five. Right now? Yeah. So. Nee, ohne Zucker. Scheiße. Ja. Auf Maloche, ne? Bitte nehmen. Ein Daubi oder was? Oder wie? So, hier ein Euro. Nee, hier nicht. So. Fangen wir an mit Maloche hier, ne? Kommt mal mit. Guten Tag. Letzte Woche, der Plan, der war viel zu voll. Mhm. Da müssen wir ein bisschen unterschrauben. Ich muss ja auch am Wochenende ein bisschen Vollgas geben können. Ja. Also nicht auf der Strecke. Machst du mal nur die Hälfte. Hast du meinen Auftrag da für den Tag? Oder? Der liegt bei dir vorne um die Ecke. Dann wünsche ich einen schönen Montag, euch beiden. Ne? Ebenso. Und nicht zu wild. Danke. Ah ja, Fahraufträge. Ne? Kalle Kuschinski. Ja, wo ist denn der Thomas? Thomas! Moin. Da ist er. Moin, Thomas. Ja. Servus. Schön, dass du mich heute mal wieder hier mitnimmst. Du. Ja, muss man ja, ne? Ja, muss man. Ja, heute sind wir nämlich mal hier bei BVB. Und das hat nichts mit Fußball zu tun, sondern wir fahren Bus. Ihr habt es euch alle gewünscht. Heute sind wir da. Der Thomas ist heute mein Chef. Der ist mein Ausbilder. Der zeigt mir heute tatsächlich, wie man Bus fährt. Applaus. Ja. Du bist selber schon sehr lange Busfahrer. 20 Jahre, ja. 20 Jahre. Sieht man gar nicht, ne? Danke. So. Und ja, wir werden uns jetzt tatsächlich gleich mal der Gerät angucken und mal schauen, was wir da so alles für Knöpfe haben und alles. Ne? Du zeigst uns die ganze... Und ich darf sogar ein paar Meter fahren heute. Ihr glaubt es nicht, aber ich werde Bus fahren. Gehen wir mal rüber. Schauen wir mal. Yo, hier ist der neueste Shit vom Hof, sag ich jetzt mal. Ne? Hier krasser Mercedes, AMG, Chromfelgen. Ja, ganz schönes Geschoss. Die modernste Technik wurde verbaut. Da ist auch eine GoPro mit drin, falls man mal streamen will. Ne? Finde ich geil. Da sieht man es auch da hinten in der Ecke. Und ja, hier gucken wir uns jetzt einen anderen Bus an. Aber den wollte ich auch mal zeigen. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Yo, yo, yo. Alle hinsetzen. Euer Kalle Kuschinski fährt jetzt los. Ich habe Warnblinker angemacht. wie lang ist denn der? 18 Meter. Bleib mal hier stehen. Bleib stehen, ne? 18. Ja. Ey, Busfahrer! Fahr mal los, ne? Ja, ey, die Coolen sitzen hinten. Stopp. Ich habe nicht viel im Leben. Gut. Ich wollte einfach nur dumme Scheiße machen, wie ich schon die ganze Zeit. Hin. Ja. Ah, oh. Oh. Ja, man muss ja auch reinkommen, ne? Wenn man draußen ist, sag ich mal. Ja, jetzt warten wir noch auf Thomas, weil wir fahren jetzt ja direkt mal zum Übungsplatz. Nachher drehen wir noch mal eine Runde durch die City, aber jetzt erstmal Übungsplatz und dann gucken wir mal. Und das ist mein Auto, mein Bus. Komm in die WhatsApp. Jawohl, ja! Porsche Carrera oder Carrera, ne? Oh. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier eine Reise durch Spandau. Ja, herzlich willkommen an Bord des Busses. ich bin der Kalle Kuschinski, schön, dass alle dabei seid. Fahrkarten gerne schon mal zücken. Katzenbilder können in der Hose behalten werden. Bitte schneiden Sie sich nicht an. Wir fahren eh gegen die Wand. Also wenn ich dann nachher fahre. Nee? Macht man so nicht? Mhm. Ja, wann ist denn so der Punkt erreicht, wenn man dir mal auf den Sack geht? Als Ausbilder und als Busfahrer brauchst du einen verdammt langen Geduldsfaden. Wie viele Leute habt ihr da so? Also insgesamt habe ich jetzt aktuell 6 Azubis. Also 3 Jahre macht man auch so eine Busfahrerausbildung. Genau. Muss ich so mitbringen, wenn ich jetzt eine Ausbildung machen will, wenn ich jetzt Busfahrer werden will? Also was du auf alle Fälle mitbringen solltest, ist ein Realschulabschluss und du solltest mindestens 17 Jahre alt sein. Wenn ich jetzt sage, ich bin 17 Jahre jung, ich will Busfahrer werden, habe ich wahrscheinlich noch nicht die Knete, um jetzt selber einen Führerschein zu machen. Wird das dann bezahlt? Oder? Genau, im Rahmen der Ausbildung bezahlen wir natürlich auch deine Fahrerlaubnis, ne, also den Busführerschein. Was du halt mitbringen solltest im Idealfall, wenn du halt schon über 18 bist, ist, dass du vielleicht schon den Pkw-Führerschein mitbringst. Ja, gibt es bei euch dann oder generell im Beruf so Männer-Frauen-Quote? Tatsächlich viel zu viele Männer, viel zu wenig Frauen. Richtige Busfahrerinnen haben wir, glaube ich, 5, maximal 6. Oh. Bei uns in der ganzen Firma. Wie viele Fahrer habt ihr insgesamt? Ich habe schon gehört, irgendwie 200 Mitarbeiter insgesamt. 200 Mitarbeiter, 130 Fahrer ungefähr. Später. So, erstmal Jäckchen aus, ne? So, Sven, ich fahre jetzt, ne? Ja, ich fahre jetzt. Interessiert dich gar nicht, ne? Scheiß am Handy da den ganzen Tag. Scheiß Gen Z, ey. Handy hin. So. So, dann greifst du mal zwischen deine Beine. Schon wieder. Da unten hast du den Griff. Mit dem kannst du dir den Sitz einstellen, wie weit vor und wie weit zurück du willst. So, alles gut. Dann hast du hier den Schalter. Damit kannst du dir die Lenksäule einstellen. Da drückst du oben drauf und dann stellst du dir das Lenkrad so ein, wie du das gerne hättest. Wichtig ist, das ist ein Bus mit automatisiertem Schaltgetriebe. Das heißt also, fährt sich für dich wie ein Automatikgetriebe. Also einmal Engine Start.
Ne? D für Reifen dann irgendwann. Ne? So, ansonsten hast du hier jede Menge Schalter um dich rum. Ja. Welchen davon kennst du nicht? Ja, die drei hier sind schon mal ganz neu für mich. Kröte. Auf die Lupe, die ist da, der graue Knopf. Oder. Hoppala. So. Das sind hier eins und zwei vorne, genau, hinten. Das ist die vordere Tür, das ist die hintere Tür. Oh mein Gott, ich fahr Bus. Hilfe. Ja, und du merkst, wenn du wirklich drauftrittst, ne, da ist was zu Hause. Bei dem ja, das ist hier, also bin jetzt hier schon mit 30 Sachen unterwegs. Also ist auch gar nicht so schwerfällig, wie ich jetzt dachte. Uiuiuiuiuiui. Oh, da muss man ganz schön hier drehen an dem Gerät. Du sagst, wenn Stopp ist, ne? Da kommt auch Polizei entgegen, ne? Ja, da kommt ja auch Polizei entgegen. Ja. Die wissen Bescheid, dass wir hier sind. Wir wissen Bescheid, dass die hier sind. Na, und dann machen wir das ja miteinander. Ja. Also, das ist wirklich aufregend. So, mal langsam. Dann. Mal langsam, 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 langsam. So. Und jetzt schlägst du mal voll ein. Voll links rum. Komm, rum, 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 rum. Genau. Boah, kein Gas geben, kein Gas geben. Kein Gas geben. Nichts von Gas geben. Ja, hast ja recht. Aber jetzt darf ich wieder, oder? Jetzt darfst du wieder da. Das ist wirklich krass. Also ich bin total. Flink erst, wenn ich das sage. Okay. Jetzt. Und jetzt voll rum. Ja, das ist nochmal so eine Sache mit so einem Bus auch. Ne? Der ist ja ein bisschen länger. Ich habe so einen kleinen BMW. Aber du musstest jetzt noch nicht krass eingreifen, ne? Ich habe noch nichts gemacht, ne. Bisschen langsamer hast du gesagt. Boah, stressig. Wenn die Polizei nicht wäre, ne? Na, gleich ist der Lappen weg hier. Oh, jetzt steigen die schon aus. Gleich holen sie die Kelle. Langsam, so. Und jetzt schlägst du voll ein. Voll rum. Komm, zu mit dir. Und kein Gas geben. Oh, ja. Kein Gas geben. Ja, hast recht. Jetzt kannst du Gas geben. Jetzt wird er mutig. Jetzt fährt er ja schon mit 50 durch die Kurve. Naja. Naja. Na, wir wollen ja auch ankommen. Also es fühlt sich ein bisschen anders an von der Sitzposition auf der Strecke wie beim Pkw. Die Maestros lassen wir erstmal durch hier. Ne? Okay, er lässt dich rum. Okay. Das schaffen wir noch. Ja, aber dicke. Jetzt fahren wir mal ein bisschen schneller. Ey, jetzt machst du das hier für mich oder was? Oh weia, oh weia, oh weia. Wollen wir mal die nächste Aufgabe machen. Die nächste Aufgabe? Gib jetzt erstmal Gas hier. So, haltet ihr euch mal fest? Oh nein. So, und dann gehen wir voll in die Eisen. Festhalten! Wenn alle leben? Wenn alles okay? Voll rum, komm, fäng dich an. Ja. Genau. Das ist schon geil, so ein Auto. Also es ist ganz anders als normales Autofahren. Ne? Und jetzt fangen wir mal an, die Sachen zu machen, die einen eigentlichen Busfahrer ausmachen. So, da vorne ist eine Wendeschleife. Oh nein. Das machen wir nicht, oder? Das machen wir. Das kannst du auch. So, pass auf, stopp. So, jetzt bist du an dem Punkt. Jetzt voll einlenken. Ne? Voll einlenken, voll einschlagen, bis es nicht mehr weitergeht. Kein Gas. Jetzt kommt ja Gemüse. Ne? Oh, nee. Kein was? Gas geben. So, jetzt kommt der Punkt mit der Ecke. Ne? Ja, ja. Da musst du ran, genau. Und los. Und wenn du jetzt links mal in den Kontrollspiegel guckst, ne, bist du genau auf der Ecke. Ne? Gut, üben wir nochmal. So, rechts rum. Fahren wir noch eine Runde, probieren wir nächste Runde nochmal. War aber fast noch gut. Nicht einlenken, noch nicht einlenken. Oh. Bist du mit deiner Hinterachse? Ja, aber dann bin ich ja bei dem anderen auf der Fahrbahn hier, oder? Ja, den Platz brauchst du aber. Ne? Das ist tatsächlich so, dass du den Platz brauchst. Ich hab schon. Und jetzt war der Punkt, ne? Jetzt hast du die Kurve geschnitten. Ja, ja. Und deshalb ist die Hinterachse da über dem Bordstein. So, jetzt überleg mal, du würdest das in der Stadt machen. Da stände dann eine Ampel, ein Verkehrsschild, kleine Kinder. Und deswegen bin ich kein Busfahrer, ne? Okay, alles gut? Ja, ja, ich war nur. Ich glaube, für mich war der Arbeitsschritt schon abgeschlossen, deswegen habe ich schon abgeschaltet, so ein bisschen. Er schaltet ab. Okay. Kalle macht mir Angst, Kalle schaltet ab. Ich weiß ja, wie man Auto fährt, aber ich weiß nicht, wie man Bus fährt. Richtig. Das lernt man auch nicht an einem. Komm rum. Komm, 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 komm. Ne, je schneller du fährst, desto schneller muss ich rum. Desto schneller musst du lenken, ne? Also ich hatte auch gar. Ich fand schon im Vorfeld, ich habe mich richtig drauf gefreut und ich wusste, es wird aufregend, aber es ist noch aufregender, als ich dachte. Ja. So, der ist jetzt so schnell, jetzt kannst du auch schon schneller. Ne, wir wollen ja irgendwann mal wegkommen. Ja, na, sicher. Ja, Time ist. Ja, du wolltest vor einer halben Stunde in München sein, Keule. Ja. Wo sind wir? In Kalinchen irgendwo im Wald. Scheiße ist das. Ja, scheiße ist das. Es macht echt auch Spaß, muss ich sagen. Ne? Oder? Also ich bin aber auch froh, dass es keine anderen Autos gibt gerade. Also, außer die Polizei. Dann versuchst du mal auf der Fläche, die da links ist, 90 Grad rückwärts links rum. Nee. Die Hinterachse ist dein Drehpunkt. Also mit der Hinterachse zum München. Rüber da. Jetzt da rüber. Darf ich das hier so? Ja, na klar. Aber hier ist Gemüse. Jetzt fährst du gleich übers Gemüse. Ja. Das solltest du vielleicht nicht machen, ne? Vielleicht solltest du nicht ganz so sehr einlenken. Ja. Halt! Lenkung in die andere Richtung. Jetzt kannst du wieder einlenken. Und voll rum. Na, gerade, komm! Falsch. Du stehst ja schief. Ja, ich weiß. Was ist das für ein Pissbogen? Ja, ich weiß. Rückwärts fahren ist nicht so meine Stärke. Auch im Pkw nicht. Und dann gucken wir uns das Elend mal an, was hier passiert. Es ist ein wenig rutschig hier. Ach.
Ja, also ich muss ja jetzt auch nicht auch noch ein zweiter Busser nehmen. Inzwischen. Würde ich sagen, drehen wir erstmal eine Runde durch die City. Wie ist das so mit dem Anquatschen beim Fahren, ne? Da gibt es ja eigentlich in den Linienbussen immer dieses Schild, während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer quatschen, ne? Genau. Jetzt quatsche ich dich aber voll hier. Mach mal. Ja, nee, ja, also ich meine, ich habe eben so einen Simulator, da kann man ja auch mit den Fahrgästen reden. Oder die quatschen einen auch die ganze Zeit voll. Genau. Die beschweren sich den ganzen Tag, alles was ist kacke. Was machst du denn falsch, dass sie sich dauernd bei dir beschweren? Die beim Gas, ne, sag ich mal. Aber wie kriegt man das hin als Busfahrer, dass man doch immer pünktlich ist irgendwie? Weil man wartet mal ein paar Minuten, aber generell habe ich schon das Gefühl, die sind halt besser als die Deutsche Bahn, sag ich jetzt mal. Also meistens sind die Fahrzeiten so geplant, so Verspätungen und sowas einkalkuliert sind. Also die Leute, die die Fahrpläne machen, wissen natürlich, dass wenn nachmittags alle nach Hause wollen, dann ist mehr Verkehr. Ja. Also hat man dann auch mehr Zeit, die bestimmten Haltestellen abzufahren. Ne? Was sind so die schlimmsten Erlebnisse, was so Fahrgäste angeht? Gab es schon mal irgendwie einer, der richtig rumgemeckert hat oder Randale gemacht hat? Also das Schlimmste, was mir je passiert ist, ist, dass mich mal jemand angespuckt hat. Angespuckt? Okay. Und das nur, weil ich ihn gebeten habe, er möge doch seine Kopf- oder seine Musik leiser drehen. Direkt? Und dann bist du aufgestanden, hingegangen, hast gesagt, hey, Kollege, ist ein bisschen laut, bitte genau. Mal leiser machen. Genau. Und dann hat er direkt gespuckt. Genau. Das scheiß Berlin auch irgendwo, ne? Muss man auch mal sagen, so ein Drecksloch hier. Da wollte ich auch mal fragen, weil ich bin ja schon oft als junger Bursche, als ich noch ein bisschen knackiger war, da bin ich dem Bus mal hinterhergelaufen. Steht da an der Haltestelle, sieht vermutlich im Rückspiegel, dass ich angerannt komme. Kurz bevor ich da bin, fährt er los. Da wirst du auch schon oft gehört haben, was soll das eigentlich? Hat er dich wirklich gesehen, ne? Nur weil die Spiegel da dran sind, ja. Wenn du mal da in den Spiegel guckst, in den rechten, dann siehst du, wie viel du eigentlich nicht siehst. Ja, das ist ein ganz schmaler Grad, sag ich mal. Ne? Wie kann man sich so eine Busfahrerschicht so vorstellen? Ich habe jetzt eben schon Uhrzeiten wie 4 Uhr morgens gehört. Das ist für mich ja undenkbar, sag ich jetzt mal. Gehe ich ja ins Bett als Influencer. Das ist ja wahrscheinlich auch Schichtarbeit. Wechselt das pro Woche dann? Wann geht das los? Wann hört das auf? Bei uns ist es tatsächlich so, dass die Kollegen 6 Tage arbeiten, dann haben die 2 Tage frei und dann arbeiten sie wieder 6 Tage und halt immer im Wechsel. Also eine Woche früh, eine Woche spät. Ja, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit voll quatschen. Ja, jetzt haben wir natürlich mit dem Busfahrer ein bisschen gequatscht. Ich habe ja in meiner Karriere auch schon einige Erfahrungen sammeln können, sage ich jetzt mal. Aber so einen Reisebus hatte ich jetzt selber noch nicht im Simulator. Deswegen gehen wir mal nach oben und gucken uns mal ein bisschen an, wo wir hier so rumtuckern. Kommen wir mit hier. Also hier ist auch nichts für große Menschen. Ist natürlich alles was ganz Spezielles. Wir haben das ja schon mal gemacht. Falls ihr das letzte Video gesehen habt, da haben wir auf dem Weihnachtsmarkt vorbeigeguckt. Zusammen mit der Shoyoka haben wir Glühweine verkauft. Haben wir oben in der Infobox nochmal verlinkt. Da könnt ihr gerne mal in die Playlist schauen. Wollen wir ja solche Sachen jetzt öfter mal machen. Hat jetzt mit dem Anschlussteil hier ein bisschen gedauert. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Berufe ich denn mal abchecken soll für euch. Und wo wir mal so einen kleinen Deep Dive machen, so wie heute. Was jetzt alles möglich ist, weiß ich natürlich nicht. Mit dem Bus hatten wir jetzt echt ein bisschen Glück. Aber kann natürlich auch sein, dass wir mal einen Feuerwehrmann oder sowas machen. Wäre ja auch lustig, sag ich mal. Die Leute sollen doch sehen, dass wir wirklich unterwegs sind in Berlin. Dass nicht alles Fake ist mit Greenscreen und ZGI oder wie es heißt. Naja, genau, hier Brandenburger Tor, Hauptbahnhof, Reichstag. Ja, ich habe ja im Bussimulator auch ganz viel gesehen, schon ne, von der Welt. Hier in Berlin, ich wohne ja jetzt, das jetzt mal so eine kleine Randinfo für euch. Ich wohne ja schon 6 Jahre hier, bin erst in Spandau gewesen. Dann im Börlip, dann wieder in Spandau. Ich kenne mich hier null aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich bin. Und ich wollte als Jugendlicher immer hier wohnen. Aber naja, zocken war halt cooler. Geht auch mal raus, Freunde. Euer Kalle. Komm mal her. Hast du gesehen, wo wir da vorbeigefahren sind eben? Hinter der Museumsinsel, wer da mal gewohnt hat. Angelo Merte. Kennst du Angelo Merte? Ja, und da hinten ganz am Ende auf der Street ist dann das Brandenburger Tor. Kommen wir aber gleich vorbei. Ach, seid ihr mal mit mir hier in der City am Brandenburger Tor. Also, Thomas, danke dir vielmals für die tolle Reise. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke natürlich nochmal an bvb.net, die uns hier heute mitgenommen haben. Ausbilder Thomas freut sich auf neue, junge Gesichter. Also, wenn ihr Bock habt, Busfahrer oder Busfahrerin zu werden, schaut in die Beschreibung. Da findet ihr alles Nötige. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welchen Beruf ich als nächstes mal abchecken soll. Oder wenn ihr eine eigene Firma habt und wollt mich mal einladen. Jetzt wird es wieder windig. Dann sehen wir uns dann. Wir müssen jetzt hier weg, weil Orkan. Ne? Tschüss. So, Abfahrt. We'll be right back.
Oh,